Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mafia 2. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Und da haben wir gleich wahrscheinlich ein paar Gegner. Können wir die auch stealth ausschalten? Bleib versteckt, sind überall Wachen. Die stehen alle mit dem Rücken zu mir gerade noch, aktuell. Hoffentlich bleibt das auch so. Müssen wir durch. Da irgendwo ist die erste Wache. Hier wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Aber da kommen wir nicht weiter, ne? Ich werde mal kurz die Tür schließen. Dort kommen wir aber nicht rein wahrscheinlich. Doch. Ah, wir können das Türschloss knacken. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Weil da ist halt zu viel los. Ich denke, wir müssen halt wirklich da rumlaufen. Oder auch nicht. Gut. Also wir müssen doch da lang, glaube ich, liebe Leute. Ich mag auch die Musik jetzt gerade extrem gerne, weil es wirkt gerade so richtig schön schleichen. Hier haben wir einen kleinen Plan. Gut, hole den Schlüssel aus dem Büro des Direktors. Okay. Du kannst lautlos ausschalten, indem du B drückst, während du dich hinter ihnen stellst. Wunderbar. Wo haben wir jetzt denn den, das Office? Das haben wir dort. Man sitzt da oben. In dem großen Raum. Ach nee, beim Balcony. Beim Balcony ist der Direktor. Da ist das Office. Wo sind wir gerade? Wir sind dort, wo das X ist. Also wir müssen jetzt, da sind die Toiletten. Wir müssen jetzt rumlaufen einmal. Dann auf den Second Floor gehen. Und dann geradeaus und dann einmal ganz rum. Also schon noch ein bisschen ein weiter Weg für uns. Kann sich so um die Ecke herumschleichen. Ah, gute Sachen, die man hier lernt, auf jeden Fall. So, wir müssen, ich will mal kurz hier ablegen. Hier können wir aber nicht nach oben, ne? Schade, schade, schade. Hier haben wir eine Tür. Das kann sehr gefährlich werden jetzt, glaube ich. Sollen wir die Tür jetzt öffnen oder nicht? Boah. Hast du am Wochenende was vor? Ja, ich werde mich erholen und Fernsehen. Du hast dir einen Fernseher gekauft? Okay, da ist einer auf jeden die Fall. Die Dinger kosten so viel wie ein ganzes Auto. Wie kannst du dir das bloß leisten? Marys Onkel Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du da ist schon die Treppe. Die können wir schon mal nehmen. Wir sind schon auf dem Second Floor, schon mal sehr wichtig. Und hier oben ist doch irgendwo auch noch ein Typ. Ich weiß noch nicht, auf welcher Etage er wirklich ist. Meinst du, wir können hier einmal so rumlaufen? Die haben wir jetzt wahrscheinlich... Männerklo. Wir müssen hier einmal rum. Dort könnte aber auch jemand stehen. Nee, obwohl da könnte aber auch noch einer kommen. Da kommt er nämlich gerade. Je nachdem, wo lange er jetzt laufen wird letztendlich. Er läuft in Richtung zu mir, glaube ich. Oder? Wenn er irgendwann mit dem Rücken zu mir ist. Ah, er geht da lang. Alles klar. Was, du meinst, du kaufst dir keinen? Ich bleib bei meiner Zeitung und meinem Radio. Jetzt können wir vielleicht... Fernsehen ist doch nur so eine Modeerscheinung. Oh, oh. Man wird sehen. Yeah, okay. Was meint Mary dazu? Ah, weg hier. Ich wurde ganz kurz gesehen, so ein bisschen. Die hat ihn aber alles gut. Gesehen. Ist halt ein bisschen zu hell wahrscheinlich. Wir müssen aber trotzdem dort irgendwo hin. Haben wir da den Direktors Platz irgendwo? Ist er doch schon. Ach hier, guck mal. Sind wir ja schon. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. So, mach ich nochmal eben kurz zu. Alles sehr dunkel, ein Bild hinten von einem wunderhübschen Mann. Und der Schlüssel, ach, liegt da vorne auf dem Platz. Ich sehe es doch gerade schon. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Also ich weiß nicht genau, wie das abläuft, wenn man das ganze Stealth macht, ob man dann wirklich mehr Kohle bekommt, weil die Kohle ist eigentlich nicht so wichtig hier. Sie besucht ihre Mutter auf dem Land. Oh ja, ich verstehe. Und was siehst du dir auf deinem tollen Fernseher so an? Hauptsächlich Zeichentrickfilme. Viel läuft denn? Weil das Geld braucht man halt nicht zwingend. Man kann sich hier nicht so viele Sachen kaufen. Deswegen ist es, glaube ich, das fand ich bei GTA halt ziemlich geil, bei den Überfällen, dass du halt da verschiedene Sachen machen kannst. Aber irgendwie brauchst du die hier nicht so zwingend. Das Geld. Aber hör zu, bei so einem Zeichentrickfilm ist mir eine Idee gekommen. Wo lang müssen wir?
Okay, lass hören, Einstein. Eins, ach, da lang müssen wir laufen. Ja, alles klar. Jetzt haben wir die Tür aufgeschlossen. Und da ist der Safe jetzt. Ah, Schloss knacken müssen wir auch noch. Okay, alles klar. Machen wir ja. Ist ja eigentlich kein Problem. Das ist relativ leicht. Ich finde das Skyrim-Prinzip ein bisschen geiler. Ich mag das Skyrim-Türschloss-Prinzip so extrem gerne. Oh, das ist auch richtig gut abgeschlossen hier. Hier ist aber auch noch Licht, aber nichts Besonderes. Safe öffnen ist, glaube ich, nicht so geil, oder? Mit dem roten Knopf da. Ja, mal gucken, ob das alles glatt geht. Aber es funktioniert, liebe Leute. Ration, Buch, okay. Und da sind die ganzen Marken, die wir brauchen. Ja. Die Cops werden bald hier sein. Alarm wurde ausgelöst. Natürlich. Alles klar. Du bist also schnell raus. Aber... okay. Also, oh Gott, wir haben jetzt gerade ein paar Probleme hier. Ah! Okay. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Boah, jetzt müssen wir nochmal hinlaufen, oder wie? Also, man merkt, das habe ich jetzt... damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Finde ich persönlich sehr schade, dass man jetzt trotzdem den Alarm auslöst, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe, damit, das irgendwie anders zu lösen. Naja. Müssen wir jetzt dann durch, dass wir da Alarm auslösen und, finde ich, ich weiß nicht. Das ist dann doch ein bisschen zu linear. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man das, wenn man das Stealth macht, auch im Endeffekt Stealth macht. Dass jetzt der Alarm losgeht, finde ich halt ein bisschen schade. Oder hätte es hier noch einen Knopf irgendwo gegeben, den man hätte drücken können. Hätte man das ausschalten können im Vorfeld? Vielleicht. Oder? Ich glaube nicht. Naja, egal. Wir holen mal eben die Pistole raus. Und dann können wir den Typen mal eben erledigen. Hi! Den haben wir, glaube ich, genau getroffen ins Gesicht. Auch den haben wir gut getroffen. Ja, erstmal Tür schließen. Wir bleiben mal hier stehen, sodass wir die Leute hoffentlich schön bekommen können. Ah, da unten steht irgendwo einer. Der kommt da nach oben jetzt. Ja, da ist er schon. Hallo. Oh, den haben wir auch schon mal down. Ich kann nicht nachladen. Hallo, nachladen. Nachladen? Achso, auf Ehre. Alles klar. Hab ich schon ein bisschen vergessen, wie man hier nachlädt. Ist der nächste da unten? Kommt er nach oben jetzt auch? Oh ja, er kommt nach oben. Ah, hallo. Also da war die Richtung gerade ein bisschen doof, in die er sich bewegt hatte. Da ist der nächste. Den wir auch mit einem One-Shot... fertig? Nee, doch nicht. Der Typ unten möchte woanders lang gehen, oder wie? Sehen wir ihn von hier? Ah, jetzt kommen die anderen alle rein. Alles klar, gehen wir nochmal hinter in Deckung kurz. So. Und bekommen hoffentlich den auch nochmal down. Also die laufen mir halt voll ins offene Feuer, mehr oder weniger. Das ist natürlich sehr, sehr doof von denen. Also von Polizisten dürfte man was anderes erwarten normalerweise. Da kommt gleich einer um die Ecke. Dass man alles auch so gut sieht, ist natürlich auch gewollt, aber auch natürlich für uns sehr einfach. Hallo? Darf ich nämlich nur anständig umdrehen? Oh, man kann das Ding zerschossen, geil. Das geht? Lol. Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie geht, aber sehr schön. Da haben wir noch Munition aufgesammelt. Schön, wusste ich gar nicht, dass es auch Munition hier aufzusammeln gibt. Und da stehen irgendwo Autos vorne auch noch. Also vielleicht hätten wir das irgendwie stealther machen können, aber ich glaube, dass man den Alarm nicht hätte ausschalten können. Ich glaube, das musste so sein. Hier kommen wir aber auch gerade aktuell nicht raus. Ich würde einfach mal behaupten, wir verschwinden wieder da, wo wir reingekommen sind. Sprich, hintenrum. Um das Ganze vielleicht wieder schön ausklingen zu lassen. Indem wir hier rauslaufen. In der Hoffnung, dass uns niemand hier sieht. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus gerade. Vielleicht können wir so irgendwie auch entkommen, eventuell. Ja, die Musik hört schon mal auf. Okay, kehre zu Freddy's Bar zurück.
Wir nehmen mal die Faust in die Hand. Also wir nehmen mal die Faust einfach nur nicht in die Hand, sondern einfach nur die Faust. Und da stehen die Autos auch noch gerade. Vielleicht haben wir Glück und die sehen uns nicht. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie das Ganze jetzt ablaufen wird. Unser Auto steht ja auch noch irgendwo da, so leider mitten im Gefecht. Mehr oder weniger. Aber hier stehen nur Autos. Ich würde sagen, können wir einfach vorbeilaufen. Und steigen mal ins Auto ein. Und turnen mal eben kurz. Was ist denn hier los? Ach, guck mal, Polizei überall. Warum denn das? Muss ja sehr viel los gewesen sein, auf jeden Fall. Gut, wir haben es überlebt. Also, wir haben Alarm ausgelöst. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob man das vielleicht hätte anders lösen können. Vielleicht gäbe es ja auch einen Raum, wo man das ausschalten kann, dass die Alarmanlage oder so. Oh, guck mal, ein Schneeflug. Hätte ja vielleicht sein können. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht. Ich glaube, ganz ehrlich, glaube ich, dass das machbar gewesen wäre. Doch, ich glaube schon, ich war nur zu doof. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr suchen müssen. Oder? Ich bin doch, ich glaube, man hätte das selber machen können noch. Naja, egal. Müssen wir eben jetzt durch. Und, wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht los wirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du los wirst, desto mehr Kohle gibt's. Gut, das haben wir auch noch so eine Art Zeitauftrag, den wir hier absolvieren müssen. Wir merken hier, die Uhr schreitet schon mal ordentlich voran. Und wir müssen uns jetzt mal schleunigst auf den Weg machen zu den ganzen Tankstellen. Man sieht ja dann nun nicht, welche Tankstelle jetzt vielleicht in der Nähe ist oder welche auch weiter weg ist. Das sieht man jetzt gerade nicht so wirklich, leider. Aber doch, ich glaube, die etwas rötlicheren sind wohl die, die relativ nah gelegen sind. Ist auch so. Dann können wir hier einmal hin. Schon mal. Wir müssen einfach nur, beim Kassierer, wir müssen reingehen. Okay, boah, Alter. Na, geh weg da. Tür öffnen und abgeben. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es, will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar, ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Ach, Quatsch. Halt einfach den Mund. Okay, also wir müssen dann jetzt alles abklabastern, was wir hier so sehen können. Kann man auch irgendwo, wie kann man nochmal die Karte aufrufen? Hier ist die Karte. Dann ist das wohl, ich würde eher zu dem fahren, der da oben ist, so sehr abseits. Dann fahren wir doch vielleicht mal lieber zu dem hier. Dann können wir den jetzt als nächstes holen, damit wir so ein paar Routen, irgendwie eine Route für uns ausfindig machen, die ganz gut ist. Muss natürlich gucken, dass keine Polizei in der Nähe ist, sonst haben wir nämlich noch ein kleines Problem. Aber wir jetzt natürlich relativ schnell fahren müssen, um alles zu verkaufen. Also, da merkt man schon, es ist nicht ganz so gut gelaufen, wie wir es eigentlich vorgestellt haben. Aber wir werden jetzt das Beste daraus machen. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Dollar zusammen, so 100, 150 oder so. Wäre doch ganz schön. Da haben wir nur einen Hutladen leider. Also wir merken schon, ja, dauert doch recht lange, bis wir da sind. Vielleicht gäbe es da auch eine unkompliziertere Route, die wir hätten nehmen können. Aber, naja. Doch, da vorne ist das Ding jetzt schon, oder? Ja, da vorne sehen wir es schon. Dann fahren wir da eben schnell rüber. Da ist es doch schon schön. Und einmal halten und aussteigen. Aber wir haben erst eine Viertelstunde rum jetzt gerade. Das ist alles noch schön machbar. Kann ich helfen? Hallo. Hören Sie, ich habe natürlich. Marken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. So, wunderbar. Ja, tschüss! Meine Güte.
Wo sollen wir jetzt am besten hin? Wir haben jetzt hier eigentlich nur noch... Boah, drei weitere. Wir hätten jetzt zu dem... Wir können fahren jetzt zu dem. Ist halt irgendwie alles sehr weit auseinander. Aber gut, müssen wir halt eben jetzt akzeptieren, dass wir da doch nicht ganz so viele verkaufen können wahrscheinlich. Liegen einfach alle so unscheinbar nebeneinander. So weit weg. Also unscheinbar auseinander. Weit weg. Von allem Gut und Bösen. Naja, egal. Oh, da ist die Polizei. Nicht zu schnell fahren. Nur 40, nicht vergessen. Also es fährt sich halt echt, vor allem jetzt so, wenn wir schnell unterwegs sein müssen, echt nicht so geil mit dem Schnee und so. Kennt man ja aus dem echten Leben. Sollte ja auch so sein. Ah, scheiße. Entschuldigung. Oh, bitte fahr mir nicht... Oh Gott. Ah, die halten aber auch nicht, ne? Bei GTA fahren sie so ein bisschen anders, die Autos. Bei GTA fahren sie doch, ja, ich habe Rot, natürlich. Das ist die Polizei, ich habe Rot. Das... Wir dürfen da nicht drüber fahren. Das dürfen wir echt nicht machen. Sonst wird die Polizei uns anhalten. Das müssen wir schleunigst unterlassen. Sonst zahlen wir im Endeffekt noch mehr, als wir eigentlich wollen. So, oh, oh, nein! Aua. Okay, wir fahren nochmal ein bisschen näher ran hier. Einfach, weil ansonsten haben wir noch einen weiteren Weg gleich. Wir müssen ja eh nochmal wenden und dann drehen und so. Hi, was geht? Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Ja! Also das ist immer auf Englisch komischerweise, diese Radiosender. Finde ich sehr cool. Hallo, ich würde ganz gerne... Der Wegpunkt wird... Okay, da ist noch keine Linie gezogen. Zieh doch mal eine Line endlich, Alter. Okay, hat eine Line gezogen. Sehr schön. Hier ist noch ein Polizist. Hast nichts gesehen, oder? Wunderbar. Gut. Also wir fahren das quasi über die Brücke drüber zum anderen Gebiet der Stadt. Oh, oh. Zum anderen Gebiet der Stadt... Dürfen auch keine Autos rammen, wenn die Polizei in der Nähe ist. Ansonsten gibt es auch Popohaue von denen. Mehr oder weniger. Ihr fahrt über die Brücke auf den anderen Stadtteil zu und können dann hoffen, dass wir dort vielleicht noch das ein oder andere bekommen. Ich glaube, alle können wir nicht bekommen, oder? Ich glaube, dass das nicht auch der Sinn ist des Spiels, dass man alles irgendwie bekommen kann. Aber wir haben die Hälfte erst rum und doch noch relativ viel Zeit, fast. Also die Hälfte haben wir bald geschafft. Aber schaffen wir, glaube ich, alle schaffen wir nicht. Aber mir reichen so... Mir reichen so 200 Ocken eigentlich. Das ist vielleicht das ist vollkommen in Ordnung. Die Hälfte ist um der Zeit. Dankeschön, dass du es mir sagst. Wäre ich von selbst nie drauf gekommen. Dass der Polizei das nicht aufhört, wenn ich so richtig hart abbremse, ne? Aber gut. Da oben müsste gleich doch mal das nächste kommen, oder? So langsam, aber sicher müsste es doch mal kommen. Wir fahren hier mal so ran vorbei. Wird natürlich der Wendekreis hier ein bisschen schrecklicher. So schön. Und anhalten und aussteigen. Und hinlaufen und Tür öffnen. Immer dasselbe. Aber die sehen einfach alle gleich aus, ne? Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Ah, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar?